Servus, Grüezi und moin moin, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Oblivion. Wie schön, euch zu sehen. Ja, gleichfalls kann ich nur zurückgeben, kann ich auch an euch da draußen weiterleiten. Ich habe wieder lange nicht gespielt, war jetzt vorher noch in Anvil, um Zeugs abzuliefern. Haben jetzt wieder hier ein bisschen was, das wir da tragen können. Und ja, wir sollen jetzt hier Eine Münze für einen alten Hallo. Bettler. Die Dunkelgrotte, die schlimmen Typen halt hier, infiltrieren. Das heißt, wir werden zum Spion. Und, ich bin mal gespannt, was hier alles rauskommt, denn das dürfte eigentlich einer der letzten Missionen sein hier für die Kämpfergilde. Bin ich sehr gespannt, was uns erwartet. Und hier ist auch schon unsere Ansprechperson. Was wollt ihr? Ihr braucht Arbeit? Ja. Ihr möchtet bei der Dunkelforstrotte mitmachen, oder? Ihr seht stark genug aus. Irgendwie scheint mir, als hätte ich schon einmal von euch gehört. Kämpfergilde, oder nicht? In letzter Zeit viel für sie gearbeitet. Ja. Weshalb wollt ihr bei uns mitmachen? Tja, keine Aufträge bei der Gilde. Keine Arbeit? Ha! Hier in Cyrodiil gibt es jede Menge Arbeit, die erledigt werden muss. Und die Dunkelforstrotte ist mehr als willens, sie zu tun. Ihr seht mir aber nicht stark genug aus. Ein wenig unerfahren auch. Trotzdem, vielleicht finden wir etwas Arbeit für euch. Ihr dürft mitmachen, für den Moment. Da ihr so wirkt, als wolltet ihr loslegen, folgt mir zum Trainingsplatz. Wir haben eine Mission. Davon könnt ihr einen Teil erledigen. Aha. Okay, der erkennt mich also. Ich hoffe, ich fliege hier trotzdem nicht auf. Glaube ich aber eher nicht. Ja? Jafazir, ist das nicht hier Boss oder so? Oder Centum C. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube aber, der Kaschid war's. Ach, scheiße. Kabel. Struggle Codes. So. Sind wir wieder da. Das dauert eh eine Weile. So. Ihr habt eine Mission. Ich speichere mal schnell. Die Ups. Siedlung Stade hat uns damit beauftragt, einige Goblins in der Gegend zu erledigen. Anscheinend machen sie den Einheimischen Schwierigkeiten. Das sollte für euch vier aber kein Problem sein. Drei von euch sollten mittlerweile vorbereitet sein. Aber wie ihr schon seht, haben wir auch einen neuen Rekruten unter uns. Ich muss mit euch reden, Rekrut. Bei dieser Mission müsst ihr vorsichtig sein. Manchmal gibt es Probleme mit neuen Rekruten, weil sie unsere Methoden noch nicht so gut kennen. Nehmt dies! Es wird eure Fähigkeiten während der Schlacht verbessern. Wir benutzen es häufig. Es ist sehr, sehr praktisch. Hist-Sepp hinzugefügt. Was ist das? Das hier? Nun, es ist ein Geschenk aus den Sümpfen von Argonien. Hist-Saft. Ein Geschenk aus meinem Heimatland. Die Hist beschenken uns großzügig, sehr großzügig. Ihr schmuggelt Histsaft. Seid kein Narr. Wir sind mit einer Hist selbst zurückgekehrt, einer schönen Hist, die die gesamte Rotte mit ihren Geschenken beglückt. Die schlauen Magier machten es möglich, Magie und Eisen. Aber jetzt ist keine Zeit zum Reden. Trinkt euer Geschenk und geht mit euren neuen Brüdern. Okay, dann schauen wir uns mal auf die Schnelle an. Ach hier, Mikroständer quietscht schon. Soll ich auch mal ölen, gleich wie mein Stuhl. Histsaft. Histsaft an selbst. Aha, ich möchte es eigentlich nicht so probieren. Aber anscheinend muss ich, ne? Laut Mission. Ein Trank soll sich mit aus dem Saft des Hissbaumes. Okay.
Ja, eigentlich hätte ich keinen Bock, das zu nehmen. Eigentlich würde ich es gern loswerden. Okay, ich habe den Histsaft-Getrank eingenommen. Ich beginne, mich seltsam zu fühlen. Hallo? Aha. Wir sind in Stade angekommen, das anscheinend von Goblins überrannt wurde. Ich habe den Befehl zum Angriff gegeben. Tötet die Goblins, alle! Jo, genau. Alles klar. Alles klar, sorry. Ist hier aber echt seltsam. Wieso schlägt er mich? Die Goblins hier sind immer. Ja, wo sind die denn, die Goblins? Ich sehe die nicht. Tja, also. Meines Erachtens nach sind die alle weg. Ja. Da sind auch keine mehr hier drüben. Hier oben auch nicht. Ich kann die Dinger immer noch riechen. Ah, sucht in diesen Häusern. Aha, okay. Klar. Ich habe nur noch kurz mal reingespäht. Darf man ja auch mal machen, oder? kurz mal nachschauen, was hier drin ist. Greifen die nicht an, oder? Ist irgendwie komisch. Naja. Wir werden sehen. Vielleicht sind auch die Goblins die Menschen, die hier wohnen. Und ich habe die alle getötet. Die Goblins, die Stade überfallen haben, wurden besiegt. Wie ist's gelaufen? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Gut, endlich seid ihr wach. Ich hatte schon angefangen, mir Sorgen um euch zu machen. Was ist passiert? Das wollte ich euch sowieso fragen. Ihr wurdet bewusstlos auf der Straße in Leyavin aufgefunden. Einige eurer Gildenbrüder haben euch gefunden und zu mir gebracht. Gut zu sehen, dass einige von ihnen so denken wie wir. Was ist dort draußen passiert? Ich hatte mal einen kurzen Histsaft. Sie verwenden Histsaft? Und Sie behaupten, Sie hätten einen Baum nach Cyrodiil gebracht? Erstaunlich. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Auswirkungen der Saft auf andere Rassen als die Argonier haben könnte. Ich bin ja eigentlich ein Argonier. Wundert es mich, dass ihr so stark mitgenommen seid. Vielleicht war er nicht mehr genießbar. Ich mache mir Sorgen um Stade. Ich will, dass ihr euch zurückbegebt dorthin. Vergewissert euch, dass die Rotte die Einwohner nicht vertrieben hat. Haltet euch versteckt. Ich möchte nicht, dass sie euch so hier finden. Okay. Erstaunlich und verrückt. Ich werde mir das genauer anschauen. Die Gräfin ist nun viel fröhlicher, da sie den Gestohlenen gibt. Ich mache mir Sorgen um diese Leute. Die Dunkelforstrotte geht über leicht. Okay. Ich bin schon sehr gespannt. Es hat so den Anschein gemacht, als hätte ich hier auch Dorfbewohner getötet. Ich hoffe, das war hier nicht der Fall. Stade war hier etwas weiter oben. Hier. Bei Grenzburg, ne? Grenzburg. Ich glaube, ich bin hier wegen Mordes irgendwie dran. Denn ich glaube, die sind hier alle. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Meine arme Bienne. Arme, süße Bienne.
Welches Monster würde so etwas tun? Wie konnte das passieren? Was ist hier passiert? Ich wünschte, ich wüsste es. Sie sind alle tot. Alle. Sogar meine arme, süße Vienne. Ihr seid derjenige, der ihr geholfen hat, oder? Ja. Ihr habt ihr geholfen, meine Schulden zu begleichen. Ich habe von euch gehört. Sie hat niemandem je etwas getan. Wer könnte das getan haben? Welches Monster würde so etwas tun? Das waren nicht die Goblins. Das müssen Banditen gewesen sein. Aber weshalb? Wir haben nichts. Bitte geht. Ich muss unsere Toten begraben. Tja, wie vermutet, ne? Ich hab's zu verantworten, dass hier sogar das Schaf ist tot. Hier alle tot sind. Wir können noch ein bisschen Leichenschändung betreiben, aber wir... Ach, ich fühle mich echt nicht wohl dabei, ne? Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal eine kleine Runde. Steh wieder auf. Vor allem bei Bien. Hat sie mein Geld noch? Nee. Okay. Nee, wir machen hier mal so, ne? Bis gleich. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier gerade los ist. Ich habe hier fast alles wieder belebt. Und dann kommt hier einfach ein Bandit hier rein und bringt alle wieder um. Ich war hier bei den Schafen. So. Wir gehen weiter. Resurrect. Jetzt leben alle wieder. Also der Großteil. Ne, es muss hier keiner jemanden begraben oder so. Das ist das schlechte Gewissen, was mich hier plagt. Außerdem sollte die Stadt hier auch lebhaft bleiben. Das kann nicht wahr sein. Das ist schrecklich. War aber wahrscheinlich auch nicht verhinderbar, glaube ich, ne? Guten Abend. Ja, den hat er gleich wieder umgelunzt hier, der Bandit, beziehungsweise die Banditin. Resurrect. So. Wie geht es euch? Gut, sehr gut. Nachdem ich jetzt weiß, dass hier alle wieder am Leben sind. Raus hier jetzt. Die im Haus eingeschlossen. Grüße. Grüße. Hallo. Ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das sind alle jetzt wieder hier heile. Und ich habe jetzt... Ne, wir haben den Schwamm gemacht. Den einmal kurz drüber gewischt und alles weg. So. Okay, es lebt keiner mehr. Theoretisch, aber praktisch sind alle noch da. Sehr gut. Als wie wenn nichts gewesen wäre. Hatten wir vorhin nochmal gespeichert? Ja, hatten wir. Sehr gut. Okay. Passt. Wir sind irgendwie ein bisschen schneller geworden jetzt. Ich glaube, das sind die neuen Stiefletten. Die hier ein bisschen faster machen. So, Modrin. Nun, was habt ihr in Stade gefunden? Ein Berg voll Leichen. Nein, die ganze Stadt. Ich nehme an, ihr seid ziemlich enttäuscht von euch selbst. Naja. Das tut mir leid. Aber es war der Histsaft, nicht ihr. Wir wissen nun, welche Gefahr diese Gruppe bedeutet. Und das vielleicht sogar besser, als sie es selbst wissen. Wir müssen nun entschlossen vorgehen. Auf jeden Fall. Ich verstehe, was ich zu tun habe. Der Histbaum muss zerstört werden. Was machen wir, Oren? Dieser Baum ist die Wurzel all unserer Probleme. Er ist eine Missgeburt der Natur und muss zerstört werden. Solange die Dunkelfrostrotte den Saft verwenden kann, sind wir alle in Gefahr. Ich fürchte, die wissen gar nicht mehr, was sie tun. Ihr müsst einen Weg finden, den Histbaum zu zerstören. Ich nehme allerdings an, dass Risa K. ihn gut bewachen lässt.
Erwartet eine unfreundliche Begrüßung, wenn ihr bei ihrer Halle angelangt. Okay. Dann mal los. Er ist ein Krieger, ein schlachterprobter Söldner, der schon überall in Tamriel gedient hat. Er hält seinen wertvollen Baum sicherlich gut unter Verschluss. Ihr müsst den Schlüssel finden. Okay, Orene, du gehst wahrscheinlich hier nicht mit. Und ich werde es hier zu Ende bringen, auf jeden Fall. Nachdem ich hier das Dorf hier getötet habe, bringt einem das Spiel schon sehr dazu, über die eigenen Taten ein bisschen nachzudenken. Was ja auch in weiterer Folge in Real Life nicht schlecht ist, ne? Grüße. Und wenn wir diese Cheats nicht benutzt hätten, hätten wir jede Menge Leben ausgelöscht, virtuell. Und ich glaube, wenn ich nicht gewusst hätte, wie der Cheat funktioniert mit dem Wiederbeleben, hätte ich echt ein schlechtes Gewissen gehabt. Wirklich sehr, sehr lange noch. Ihr gehört nicht länger zu uns. Spion der Kämpfergilde. Verräter. Das ist das Ende. Okay. Let's go. Hier ist immer noch FX von Lea Wien. Das ist ein bisschen blöd. So, wir kämpfen draußen. Da kann es jemand die Stadtwache helfen. Ja, siehst du mal. Ich bin auf eurer Seite. Alter. Die Schlacht der... Du hättest die Strafe bezahlen sollen. Ach, Grübe hat mich getroffen. Aber ich muss eh nicht mehr tun, als wie hier rumzustehen. So, sehr gut. Dankeschön. Gute Nachrichten, Burger. Ja, ich hab schon gesehen. Tot, ne? Ach, geil. So. Schlüssel zu Jetum Zess. Okay, nehmen wir den mal mit. Ich glaube, das ist der richtige. Ah. Bitte gib. Ja, wir müssen. So. Möge. Okay, es war hier relativ entspannt. Aber jetzt müssen wir hier auch noch ein bisschen was erledigen. Die nehmen wir auch alle mit raus. Außen ist halt einfach besser. Hier kämpft sich einfach viel entspannter. Wir hatten eine Zwergenklinge, glaube ich. Zwergenclaymore. Alter, die stehen hier alle wieder Schlange, um einmal drauf treten zu dürfen. Ich hoffe, ich muss den Hund hier auch nicht töten. Das wäre nämlich echt Fackelpfeil, weil er... Jo. Interessant. Ne, die nehmen wir nicht mit. Ich habe hier jetzt sicher wieder irgendeine Scheiße wieder mitgenommen, die wir später dann wieder aussortieren müssen. Stahlreißzahn. Ganz ruhig bleiben, ne? Ich möchte dich nicht töten müssen. Hätte ich auch nicht vorgehabt. Ach. Ja, super. Eine Feder. Die hat es natürlich gebracht. Vielleicht müssen wir zuerst hoch, weil... Okay. Braucht einen Schlüssel. Ich weiß nicht, wie viel von den Idioten hier noch rumstehen. No chance, Bro. No chance. Hey, hast du das gehört? Das war ein Nirwurz-Geräusch. Das hatten wir bis jetzt noch nie. Sehr interessant, dass das gerade jetzt kommt. Gehen wir hier. Wo ist denn dein Schwert jetzt? Hier. Langschwert. 9.
ja, rentiert sich schon hier zu arbeiten. Aber unter welchen Umständen, das ist halt eben so die Frage. Zeigt mir, was ihr da habt. Boah. Boah. Junge. Was hast denn du für ein Schwert, ey? Sag mal. Boah. Nee. Was war denn jetzt los? Tot einfach. Einfach tot, das Schwert. Shit. Das ging schnell. Silberlangschwert, okay. Ist jetzt nicht so tragisch, ne? Ja. Ich habe Rizaka getötet. Ich sollte mir von seiner Leiche den Kellerschlüssel holen. Mache ich natürlich. Kriegshammer des Versenkens. 57 Ding, ne? Benutzungen. Kellerschlüssel und blablabla bla bla, Schlüssel. Claymore der Fragmente. Ihr seid zu schwer belastet. Ja, ist mir jetzt egal. Waffen auflösen. 40 Punkte an Schlag. Alter. Ja, das war ordentlich, das Ding. Das lassen wir hier. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Schwierig, Truhe. Schwierig und vielleicht 5 Gold drin. Wir probieren's. Das wäre es jetzt gewesen. Ach, scheiße. So. So. Ja, gut. So ähnlich, ne? Ist alles Zeug, das wir verscherbeln können. Zu einem Spottpreis. Okay, wenn ich hier runterhüpfe, ist vielleicht nicht so gut. Gehen wir lieber zu Fuß, auch wenn es hier ein bisschen ruckelt, kommt mir vor. Aber... Ach, jetzt muss ich hier mal gucken, ne? Ach, wir sind... Ah, wir können aufsteigen. Sehr gut. Ob wir hier jetzt das kaputte Schwert reparieren können? Ne, können wir gar nicht. Nein. Woll, hier. Doch. Supi. Perfekt. Geht doch. Waffenspeed. 43. Brauchen wir noch ein bisschen. Bis wir auf die 50 kommen, müssen wir Kellerschlüssel. Oh, huch. Dieser Baum ist zu einer Perversion der Natur geworden. Er ist von fremdartigen Maschinen umringt. Wenn ich dieses Monster zerstören will, muss ich einen Weg zur Vernichtung dieser Maschinen finden. Hallo, meine Freunde. Zwergenkotschwert. Okay. Speichern. Ja, ich möchte speichern. Tja, was machen wir denn hier? Das wäre denn hier eine gute Idee. Den Kessel anheizen vielleicht mehr. Ist halt echt sehr laut jetzt gerade, ne? Wir gehen mal raus.
Wir drehen uns hierher. Ist ein bisschen leiser gerade. So, was können wir denn machen? Wir öffnen mal hier den Questlog. Wenn ich dieses Monster zerstören will, muss ich einen Weg zur Vernichtung dieser Maschinen finden. Okay. Das heißt, wir brauchen eigentlich hier den Baum nicht zu zerstören, sondern nur die Maschinen. Aber eben. Die Magie reicht nicht aus. Was machen wir denn jetzt? Warte mal hier. Mal hierher jetzt. Rein hier in die. Geht das nicht? Okay, nein. Wir sollten vielleicht mal hier nach dem Keller suchen. Ah. Aha. Hatte einer von den beiden den Kellerschlüssel mit? I don't think so, oder? Nö. Wer hatte dann den Kellerschlüssel? Einer von denen hier. Ne, die haben wir doch auch ausgenommen. Dürfte auch hier nicht sein. Wer hat jetzt hier den Kellerschlüssel? Das ist eine gute Frage. Vor allem auch die Frage, wie kriegen wir die Dinger hier tot? Ja. Schlüssel haben wir nicht. Okay, wir werden uns hier noch mal ein bisschen umschauen, was wir hier alles nehmen können. Saft. Lockeres Rohr. Okay, und dann hier in den. Aha. I get it. Okay, ist doch schnell gegangen. Als ich die Maschinen zerstörte, die um den Hissbaum herumstanden, wurde auch der Hissbaum selbst zerstört. Ich sollte zu Oren zurückkehren. Sehr gut, wir lassen das mal hier als Speicherplatz, um vielleicht dann noch ein Thumbnail schön draus zu machen vom brennenden Baum. Hier regnet's rein. Ihr habt alles verdorben. Warum? Warum? Ich hatte Arbeit. Ich hatte ein Zuhause. Ihr habt mir alles genommen. Dafür werde ich euch töten. Ach, Maglia jetzt auch noch. Ja gut, ne, egal, ne? Come when you want. Go with me. I will go. So, hier. Gerechte Strafe, ne? Ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Ich zünde dich nicht mal an mehr. Doch, eigentlich schon. Anzünden kann ich ja noch. Aber sterben sollst du durch die Stadtwache. Wie ist das Wertebefinden? Elsinia hat ihn einfach mit der Kugel aber so was von weggeballert. Ey, geil. Alles klar, Magil. Maglio. Hat eh nichts drin. Dieser Pfosten. Tja. Das war's, Leute. Es ist soweit vollbracht. Wir reisen jetzt nur noch zu Oren und werden ihm das sagen. Also sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir schon wieder hier bei Oren. Nun habt ihr eure Aufgabe bereits erledigt? Habt ihr den üblen Baum zerstört? Hey, Bro.
Seit wann kennst du mich denn? Ich habe natürlich alles schön ausführlich erledigt. Gute Arbeit. Jetzt, da es den Baum nicht mehr gibt, ist die Dunkelforstrotte nicht besser als jede andere Söldnerbande. Cyrodiil ist dank euch wieder ein sicherer Ort. Ich möchte, dass ihr das hier annehmt. Nicht so ich viel. Hoffe, es leistet euch gute Dienste. Denn ihr solltet nun Vilena Danton erzählen, was passiert ist. Ich bin vielleicht voll. Versteht sie, worauf unsere Taten abzielten. Ich glaube, unsere Arbeit ist nun beendet. Ihr seid ein guter Soldat. Ihr habt mich stolz gemacht. Oh, tiefe Freundschaft. Helm von Oren Perrent hat sie hinzugefügt. Super. Das gehörte einem Vorfahren. Oren Birkelbad und war jahrhundertelang verloren. Birkelbad. Man hat es erst gefunden, als Malakat fälschlicherweise annahm, meine Erblinie sei beendet. Oh. Ein Fremder aus meiner Heimat Morrowind überbrachte mir mein Erbe. Darauf könnt ihr stolz sein. Vielleicht könnt ihr mir helfen, den alten Glanz des Namens meiner Familie wiederherzustellen. Auf jeden Fall. Ich bin schon auf Morrowind gespannt, wenn wir hier Oren... Erzählt es ihr jetzt sofort. Hören? Ach, doch, ist überlastet. Scheiße. Ob wir in Verbindung gebracht werden mit diesem Helm. Wir schauen uns den mal kurz an. Und dann müssen wir eh wieder los, weil... Festigung, Geschicklichkeit, Konstitution, 10 Punkte an selbst. Okay, bringt uns in dem Sinn jetzt nicht... Ach, scheiße, sieht da beschissen aus. Das ist einfach ein Trollschädel. Naja. Okay, was können wir denn wegtun, was wir später vielleicht noch holen können? Hier, Kriegshammer des Versenkens. Den können wir vielleicht hier lassen. Oder, warte mal, hier. So, oder? Okay. Dann machen wir den hier raus. Passt. Der liegt hier. Oder wir nehmen einfach mit schnell. Richtung dahin, wo wir hin müssen. Kriegen jetzt sicher auch noch wieder was. Irgendwie eine Waffe oder irgendwas Spezielles. Kämpfergildenmäßiges. Wo müssen wir denn hin? Ach, hier. Die haben wir noch nie gesehen, ne? Die Mutter. Vielleicht auch bewusst. So, warte mal. So. Und jetzt das hier hinlegen. So, gut. Okay. Das würde ich auch nochmal schnell hier weglegen, weil wer weiß, was jetzt noch kommt. Ah ja, okay. Das würde ich ja jetzt da ins Eck legen, damit wir es auch nicht vergessen. So. Gut, Viranus dann tun. Einen wunderschönen. Ach, der wäre ja eigentlich tot, ne? Aber hier ist er. Ach so, okay. Gut, wir warten also, bis die Frau Holle wieder runterkommt. Bis... Ja, 10 Stunden, oder? 10 Uhr ist immer unsere Zeit. Dann soll es eigentlich passen. Ja, jetzt ist sie natürlich draußen. War klar, oder? Dass die jetzt in der Gilde steht. So. Aber hier jetzt, oder? Hier. Oben. Ganz oben, natürlich. Ne? Weil. Geht nicht anders. So. Gute Nachrichten, Bürger. Was wollt ihr? Ihr habt den Befehl, mir fernzubleiben. Ich schätze, ihr wollt euren Rücktritt bekannt geben. Ich schätze, ihr wollt ein Schwert haben, das ihr versehentlich
nicht fangen könnt und das in eurem Gesicht landet. Ihr habt was getan? Ich hatte keine Ahnung, dass es so weit gekommen ist. Wie habt ihr das nur alles geschafft? Ja, ohne dich. Oren? Er wurde rausgeschmissen. Ich sollte euch noch in diesem Augenblick hinauswerfen. Aber nein, es ist nicht Orens Schuld. Ich fürchte, es ist meine. Ach. Ich liebe die Kämpfergilde und all ihre Mitglieder vielleicht zu sehr. Ich fürchte, meine Sorge um sie hat mich blind gegenüber dem gemacht, was um mich herum vorgeht. Einsicht, ne? Wenn ihr und Oren nicht wärt, ich mag gar nicht daran denken. Nun müssen wir darüber sprechen, was ihr getan habt und welche Auswirkungen das Ganze auf eine mögliche Beförderung hat. Aha. Fortschritt? Ja, sag mal. Wegen eures Verhaltens erkenne ich euch hiermit den Rang eines Meisters ab. Ihr wart rücksichtslos, töricht und eine Gefahr für euch und die Gilde. Aber eure Taten waren auch mutig und nötig. Aus diesem Grund ernenne ich euch mit sofortiger Wirkung zum Meister der Kämpfergilde. Ah ja. Die Gilde hat mich außen vor gelassen. Ihr seid die Zukunft. Nehmt eure Verantwortung ernst. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr müsst immer noch viele Verpflichtungen erfüllen. Welche Pflichten denn? Eure erste Pflicht ist es, euren Stellvertreter zu benennen. Ich kann mir keinen besseren als Modrin Oren denken. Stimmt. Wenn er diese Position akzeptiert, seid ihr gut bedient. Verlasst euch mehr auf seine Weisheit und seine Erfahrung, als ich es getan habe. Viel Glück. Okay, super. Auch ihr. Gildenmeister sind wir. Aber hier die Schwerter kriegen wir nicht auf. Oder zu den Schwertern können wir nicht. Obwohl wir ja eigentlich jetzt der Boss sind. Naja. So, ich bring mal Odrin. Modrin. Oder was auch immer. Der hat auch so einen komischen Namen. Ich überbringe ihm mal eine gute Hallo. Nachricht. Dass ich ihn gerne in meinem Team hätte. Gruß euch. Weil ich mich auch gern in seinem Team hatte. Ne? Ist nur fair. Finde ich auch eine gute Idee von meiner Ex-Chefin. Und ich glaube, er würde sich sehr freuen. Hallo! Hallo! So. Und was ist passiert? Habt ihr mit Velena gesprochen? Wie hat sie reagiert? Zeig ich dir gleich. Moment. Mitunter kann ich über die große Eiche nur staunen. Fortschritt. Hat euch zum Gildenmeister gemacht? Erstaunlich, ihr habt es euch verdient, obwohl euch wahrscheinlich alles den Bach runtergeht. Also, was macht ihr mit eurem neuen Rang? Sympathisch, ne? Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, im Ruhestand zu sein. Ihr seht, wie gut meine Malereien geworden sind. Ja, sehe ich. Ich bin ein alter Mann. Ich habe meine Zeit abgearbeitet. Ach, Blödsinn. Andererseits muss euch jemand anleiten, dafür sorgen, dass ihr die Gilde nicht in unwiederbringliches Chaos stürzt. Dafür werde ich sorgen, Gildenmeister. Kommt einfach zu mir, wenn ihr der Gilde Verpflichtungen übertragen wollt. Ich sorge dafür, dass es erledigt wird. Ach so, was? Das geht? Nun, ihr gebt den Ton an. Ihr werdet keine Aufträge ausführen, aber der Meister erhält stets einen Prozentsatz des monatlichen Gildeneinkommens. Nee. Sucht mich monatlich auf, um mir Befehle für den jeweiligen Monat zu erteilen. Ich werde sie dann ausführen. Wenn ich nicht von euch höre, führe ich die Befehle des vergangenen Monats aus. Ihr findet euer monatliches Gehalt in der Meistertruhe im Obergeschoss. Darin befinden sich auch Dinge, die wir für euch als nützlich erachten. Hier ist der Schlüssel. Also, Gildenmeister, wie laut... Och, du, Was machen wir denn? Erstmal wieder ein paar neue Leute hinzuholen. Keine schlechte Idee. Wir könnten mehr Männer gebrauchen. Es hat seine Vorteile. Dadurch erhält die Gilde größere Präsenz, ja. Macht die Leute auf uns aufmerksam. Genau. Außerdem finden Mitglieder auf ihren Reisen oft Gegenstände, die sie nicht benutzen können und die sie deshalb zur Verwendung für die anderen Mitglieder hier lassen. Ja, das Manchmal dachte ich sind mir das auch. Sehr feine Dinge. Das dachte ich mir auch gerade. Okay. Fürs Erste. Ja. Yes, Master. Supi. Alles Gleiche. Gut.
dann machen wir das mit der Truhe das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß jetzt gerade. Es war wirklich sehr spannend auch wieder, wie sich das alles so aufgebaut hat. Gleich wie bei der Maya-Gilde war echt wieder unfassbar cool. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hoffe ich. Bis dahin, bleibt gesund und auf Wiederschauen.